Hallo, ich bin der Manuel Schad von SOD Sports. Heute machen wir Bike-Vorstellung, die 170, die 171 und die 172. Dabei habe ich den Thomas. Thomas Meyer, der darf sich mal vorstellen. Hi. Thomas Meyer. Ja, wie die Arbeit dann für den Thomas aussieht, könnt ihr euch eigentlich denken. Der Thomas geht auf die Suche nach den Teilen, besorgt uns die Rahmen, die wir dann präparieren und verstärken. Auch die Schwingen. Die Schwingen sind aus zweierlei BMW-Motorradmodellen. Die Federbeine, das haben wir die ganze Zeit jetzt übernommen. Da hat er zuletzt Hyperpro-Federbeine verbaut. Aber es sind so viele Teile, die er besorgen muss, wie die Räder, die Auspuffanlage, die Gabel. Das sind alles Teile, die ziemlich rar auf dem Markt sind und die zu 100% nur noch gebraucht zu erreichen sind. Ich denke, dass keiner mehr eine Mazzocchi M1-Gabel in neuem Zustand zu Hause hat. Oder wenn, dann wäre sie nicht bezahlbar. Bei der Verkleidung können wir mittlerweile auch helfen. Die HPN-Verkleidung, die wurde damals von Acerbis gebaut. Die wird mehrfach nachgebaut. Die haben wir auch auf Lager. Das Windschild haben wir auch auf Lager. Die letzten Modelle hat er mit unserem Acerbis-Tank, den wir mit Acerbis zusammen entwickelt haben, ausgestattet. Da sind wir auch ganz froh, dass das so schön passt. Das ist ein stimmiges Bild. Sitzbank und Rahmenheck produziert er selbst. Ja, und dann hat man das andere Aggregat. Das sind gebrauchte Motoren, die dann von ihm überholt werden. Er sagt, das sind Daily Driver. Dann ist das eine klasse Sache, wenn man damit wirklich im täglichen Leben teilnehmen kann. Ich finde so ein Motorrad fast schon zu schade, um es einfach auf der Straße einzusetzen. Ja, was total toll ist, die Zusammenarbeit mit dem Thomas. Er informiert uns, er sagt uns, was er braucht und wir schauen, dass wir ihm helfen können, teilweise mit Nachproduktionen. Die Innovation, die Idee kommt oft von ihm. Ich weiß, dass wir hier Motorräder nachbauen oder dass er zusammen mit uns Motorräder nachbaut, die es schon gegeben hat. Aber es sind nicht alle Details für uns bekannt und so ist es echt schwer, eine Rallye-Maschine aus der Zeit von 1984 nachzubauen. Also es ist keine 1:1 Replika, es ist nur angedacht, dass er wirklich so aussieht und dass das Feeling auch rüberkommt. Ja, und wirklich klasse, danke an den Thomas, dass er uns da mit ins Boot holt. Wenn jemand Interesse hat, kann er auf seine Homepage schauen. Die blenden wir hier nochmal ein. Ich danke euch jetzt fürs Zuschauen. Wer unseren Kanal noch nicht abonniert hat, bitte abonniert ihn. Macht die Glocke an, dann kriegt ihr auch immer Informationen, wenn wir neue Videos reinmachen. Wir sind bestrebt, jeden Dienstagabend ein neues Video online zu setzen. Manchmal geht es auch live, demnächst geht es wieder live on Tour. Dann wird er auch wieder mit auf unsere Reise genommen. Wir haben außerdem noch Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn und was auch noch sonst. Liked uns da, folgt uns. Vielen Dank an euch, vielen Dank an Thomas, euer Manuel Schad von SOD Sports.